Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das Testspiel gegen Kolumbien 0:2 verloren. Damit reichte es für das deutsche Team auch im dritten Länderspiel in Folge nicht für einen Sieg. Als es vorbei ist, gibt es ein gellendes Pfeifkonzert in Gelsenkirchen. Hansi Flick und Co. angelangt an einem neuen Tiefpunkt. Klar, wenn man uns heute so spielen sieht, dann ist schon verständlich, dass die Hoffnung immer geringer wird, dass wir da ein gutes Turnier spielen. Folgerichtig wird die Kritik am Bundestrainer immer lauter.